Emotion Banking ist ein Beratungsunternehmen speziell für die Bankenlandschaft in Österreich. Emotion Banking als Name soll schon zum Ausdruck bringen, dass es in der Dienstleistung um eine gute Balance geht zwischen Emotionalität auf der einen Seite, zwischen Dienstleistung, zwischenmenschlichen Charakter und auf der anderen Seite aber in Richtung Banking, Prozesse, Stabilität, Sicherheit. Und der Name Emotion Banking steht dafür, beide Themenbereiche in Balance zu bringen. Als Beratungsunternehmen treten wir an, um insbesondere die Themenbereiche Innovation, Strategie, Marketingorientierung in der österreichischen Bankenlandschaft voranzutreiben, zu entwickeln, sind also immer wieder auf der Suche nach interessanten Trends, Entwicklungen und möglichen Wachstumsfeldern für die Zukunft und versuchen der Bankenwelt zu helfen, sich selber immer wieder auch neu zu erfinden und die Geschäftsmodelle zu optimieren. Emotion Banking ist eine Kernmarke, mit der wir insbesondere im österreichischen Markt unterwegs sind. Wir sind aber mit Victor, das ist ein spezifisches Analyseinstrument für Banken, das auf einem 360-Grad-Feedback-System basiert, wo wir Mitarbeiter, Führungskräfte und Kunden miteinander verzahnt befragen und dadurch dann auch unterschiedliche Realitäten aufzeigen können. Wie geht es den Kunden? Wie empfinden es die Mitarbeiter? Was glaubt die Führung, wie sie führt? Wie erleben die Mitarbeiter die Führung? Und können darüber internationale Benchmarks auch machen und helfen den Banken, ihre Exzellenz voranzutreiben. Also empfundenermaßen, wo die Banker der Schuh drückt, ist mit Sicherheit das Thema der Regularien, das Thema Basel III, das Thema Beraterhaftung, das Thema Eingriffe und Vorgabe von Strukturen und Regeln, die letztlich immer zu Anpassungen und Prozessen führen. Das Thema Steuerbelastung natürlich, das durch das Sonderabgabepaket dazu gekommen ist, in Österreich ein ganz ein wichtiges Thema. Ich denke aber, dass wir insbesondere auch auf andere Themen schauen sollten, die vielleicht von Seiten der Banker weniger stark gesehen oder fokussiert werden. Da gehört für mich hinein ganz massiv das Thema der strategischen Ausrichtung. Wir haben in Österreich zu wenig strategisches Management im Denken der Banken, was dazu führt, dass wir einen ruinösen Preiswettbewerb fahren, weil es uns zu wenig stark gelingt, uns zu differenzieren vom Wettbewerb der Direktbanken. Und das zweite ganz große Thema, das wir in der Bankenlandschaft verortet sehen, ist das Thema Führung, Leadership, Führungsqualität. Wie schaffe ich es, tatsächlich Dynamik und Innovation und Wandel in meine Organisation hineinzutreiben? Drittes Thema, das wir finden, ist beim Thema Mitarbeiter, das Thema, wie schaffe ich es, die Qualifikation meiner Mitarbeiter auf jenes Niveau zu bringen, das ich benötige, um eine glaubwürdige Beraterqualität bis in den letzten Standort, bis in die kleinste Filiale hinunter, nämlich sicherstellen zu können dem Kunden gegenüber. Und seit der Finanzkrise haben wir natürlich auch die ganz große Herausforderung, wie gewinnen wir das Vertrauen der Kunden zurück, das sehr wohl gelitten hat in den letzten Jahren. Das heißt, dass hier sehr, sehr viel Goodwill letztlich zerbrochen ist und hier die Banken auch gefordert sind, sich wieder langfristiger um die Beziehung mit ihren Kunden zu kümmern. Ja, wir müssen den österreichischen Bankenmarkt mit Sicherheit sehr differenziert betrachten. In Summe ist auf dem gesamten Thema des zielgruppenspezifischen Vorgehens aus meiner Sicht noch nicht die erforderliche Qualität in der Bankenwelt verankert, die wir uns als Berater letztlich auch vorstellen und die auch technisch gesehen schon längst möglich wäre. Das heißt, viele Institute sind nach wie vor noch in einer sehr traditionellen Kundensegmentierung mit einem Ansatz A, B, C Kunden oder Betreuungs-, Beratungs-, Individual- oder Servicekunden, wie auch immer diese Bezeichnungen heißen, fahren aber letztlich diese Kundensegmentierung auf Basis von ganz wenigen ausschließlich ökonomischen Kriterien. Also wie viel Volumen hat der Kunde bei uns liquide veranlagt, wie hoch ist sein Nettoeinkommen. Das sind eigentlich im Kern die Hauptkriterien für die Kundensegmentierung. Das heißt, den österreichischen Banken gelingt es aus unserer Wahrnehmung weder ausreichend genug, das klassische Bankgeschäft segmentiert, nämlich strategisch sauber segmentiert zu bearbeiten, im Sinne von, da gibt es ein spezifisches Kundensegment, das heißt Senioren, und Senioren muss man ja auch wieder aufbrechen in dritte Lebensphase, vierte Lebensphase, also eher noch die Senioren, die noch einmal durchstarten, versus die Senioren, die sich tatsächlich um die Erbschaft schon kümmern, ums Vererben, um die Verlassenschaft und wie schafft man es hier, die geschaffenen Werte auch an die nächste Generation weiterzugeben. Also
In der klassischen Kundensegmentierung tun wir uns schon im Bankenbereich relativ schwer, hier strategisch sauber und differenziert vorzugehen. Und dementsprechend tun wir uns noch schwerer, wenn es darum geht, das Thema ethnische Zielgruppen zu bearbeiten. Das heißt, in Summe gibt es hier zwar in Österreich einige individuelle Vorstöße von einigen Häusern, die hier relativ erfolgreich auch unterwegs sind, aufgrund der hochgradigen Vernetzung der Zielgruppe. Wir haben heute gehört, dass das Thema Mundpropaganda sehr, sehr bedeutsam ist bei den ethnischen Zielgruppen. Und das ist ja auch nur logisch. Man muss sich vorstellen, wenn man in einem Umfeld sich bewegt, in dem man vielleicht auch sprachliche oder kulturelle Barrieren zum Rest der Welt hat, so schweißt das natürlich sehr stark zusammen. Das heißt, wenn es mir gelingt, in diese Zielgruppe, in diese vernetzte Zielgruppe hineinzukommen, dann habe ich dort natürlich auch eine viel höhere Referenzierung. Aber wir haben in Österreich eben einzelne Initiativen, wo halt da und dort einmal ein Berater, eine Beraterin mit türkischem Hintergrund, mit kroatischem Hintergrund eingestellt wird, sehr schnell, auch sehr erfolgreich ist. Aber was fehlt, ist wirklich ein strategisch verankerter, nachhaltiger Ansatz, diese Zielgruppe wirklich substanziell zu erobern. Und da sind Banken mit Sicherheit gut beraten, wenn sie sich diesem Thema strukturierter öffnen würden, weil einfach die ethnische Durchmischung in Österreich voranschreiten wird. Und wir es sehr wohl auch erleben, dass die ethnischen Zielgruppen sich eben auch durch ihre Größe jetzt wieder auch stärker auf ihren ethnischen Hintergrund rückbesinnen. Also gerade in der Diskussion Islamic Banking sieht man ja heute ein gestiegenes Selbstbewusstsein der islamischen Glaubensgemeinschaft, auch in Österreich, die eben jetzt zahlenmäßig mit 530.000 Österreichern ja stärker vertreten sind als noch vor 20 Jahren und ihre eigene kulturelle Identität natürlich leben wollen, inklusive Moschee und Minarett. Und das ist letztlich ja nur ein Schlüssel oder ein Symbol dafür, dass diese ethnische Rückbesinnung auch wiederum stärker stattfindet hier in Österreich. Absolut. Also jede Bank ist gut beraten, im Grunde nicht mehr in einem Segmentierungsansatz zu denken, sondern in einem One-to-One-Ansatz. Also das heißt, jeder Bankmitarbeiter, der auch ein guter Bankmitarbeiter, ein erfolgreicher ist, schafft es, individuell auf seinen Kunden einzugehen, egal ob Mann oder Frau oder ethnischer Österreicher oder ethnischer Nicht-Österreicher. Aber natürlich sind entsprechende Segmentierungsansätze hilfreich, einerseits natürlich in einer zielgruppenspezifischen Bearbeitung, wo ja nicht nur das Gespräch dazu gehört und die Kultur des Miteinanderredens, sondern wo letztlich natürlich auch Produktanforderungen zum Beispiel eine Rolle spielen. Wir haben heute den Hochzeitskredit gehört, der bei den Türken eine wichtige Rolle spielt. Oder es wäre eben auch sinnvoll zu wissen, dass man in der Türkei sich auch vom Heer freikaufen kann, wenn man dort eingezogen wird. Ich glaube, der türkische Wehrdienst ist mit 2 oder 2,5 Jahren ungefähr von der Dauer. Und da bietet eben die Türkei die Möglichkeit an, sich vom Dienst freizukaufen. Das heißt, wenn ich einen Sohn habe, der eingezogen wird in der Türkei, dann bin ich auch gut beraten, den freizukaufen. Da brauche ich aber eben die Finanzierung. Also solche Feinheiten und Nuancen sollte man eben kennen, um dann in der Zielgruppe auch wirklich punkten zu können. Und die wenigsten Banken in Österreich sind zum Beispiel darauf eingestellt, dass sie bei einem Türken halt nicht den klassischen österreichischen Kaffee anbieten, sondern vielleicht eben dann den Tee mit dem Minzblatt.